Kein Zugverkehr in Norddeutschland. Nach Angaben der Deutschen Bahn liegt eine technische Störung des Zugfunks vor. Betroffen seien alle ICE sowie IC- und EC-Züge. Auch der Regionalverkehr sei teilweise unterbrochen. Es sei unter anderem nicht möglich, von und nach Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen zu fahren. Krimbrücke durch Explosion schwer beschädigt. Auf der Verbindungsstrecke zwischen der von Russland besetzten Halbinsel und dem russischen Festland ist nach Angaben von russischen Behörden ein Fahrzeug explodiert. Mehrere Treibstoffwaggons eines Güterzuges seien dadurch in Brand geraten. Teile der Brücke seien eingestürzt. Präsident Putin kündigte eine Untersuchungskommission an. Kommission berät über Gaspreise. Die Experten sollen bis Montag Empfehlungen erarbeiten, wie die hohen Energiekosten abgefedert werden können. Verdi-Chef Wernicke forderte die Bundesregierung auf, die geplanten Subventionierungen des Gas- und Strompreises nicht zu niedrig anzusetzen.